Läufst du? Moin Leute, wir haben mal wieder Gesprächsbedarf. Es gibt mal wieder was zu bereden. Und das wird nicht lustig. Na, gucken wir mal hier. Ja. Mal abgesehen von den Motorrädern, die nehme ich jetzt hier nur als lustige Bilder mit. Da ist mein kleines Mäuschen, da ist die CB und da ist Blackie. Ja, worum geht's? AfD haben ja jetzt einen Russlandfreund in ihren Reihen. Anscheinend. Ein Russlandfreund. Das geht gar nicht hierzulande. Ich bin ja auch ein Russlandfreund. Auch ein Russlandfreund. Ein großer Russlandfreund. Ich bin sogar ein Putin-Freund. Ja? Ich bin auch ein China-Freund. Auch. So, jetzt machen wir uns mal ganz lustig. Habt ihr mal irgendwas gekauft in letzter Zeit? Außer Spargel aus Brandenburg. Oder was weiß ich, Weißkohl aus Norddeutschland. Ja? Was nicht aus China kam, wenn es irgendwelcher technischer Natur war. Habt ihr mal irgendwas gekauft, was nicht maßgeblich mit chinesischen Teilen zusammengebaut wurde oder gar ganz aus China kam? Ihr könnt heute eine Miele Waschmaschine kaufen, also der urdeutsche Miele Waschautomat. Ja? Da sind chinesische Chips drin. Ja? So. Und ich wette, in diesem Blackie sind viele chinesische Teile drin. In der Honda auch. Und in der auch. Ja? Nur in dem Käfer da. Da noch nicht. Der ist noch zu alt. Der ist zu alt. So. Das heißt, ihr könnt heute gar nicht mehr ohne China. Oder wir können gar nicht mehr ohne China. Ja? Und Leute, das ist doch bekloppt, wenn man heute sagt, ja, China, alles schlecht. Ja, also wenn ich chinesischer Machthaber wäre, ne? Also, mal so, ich bin ja manchmal auch ganz böse, ne? Da würde ich mal sagen, so, Leute, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr lang Schluss. Kein Schiff verlässt China mehr in Richtung Europa mit irgendwelchen elektronischen Geschichten. Ja? Dann würde ich mal sehen, was hier los ist. Dann läuft nämlich hier nichts mehr, gar nichts mehr, überhaupt nichts mehr, gar nichts mehr. Ja? So. Das wird uns aber alles nicht gesagt. Ja? Sondern man macht China schlecht. Ja? Leute, die haben nun mal eine andere Lebensart, eine andere Regierungsart. Ja? Und das hat sich ja auch schon gebessert seit Maos Zeiten. Ja? In China gibt es viele reiche Leute. Ja? Es gibt auch ganz viele Leute, die da jetzt in Lohn und Brot stehen und arbeiten. Die machen nämlich das, was wir hier brauchen. Die produzieren das, was wir hier brauchen. Ja? Damit unsere Wirtschaft hier zumindest noch rudimentär am Laufen ist. So. Dann kommen wir zur AfD. Ich will das halt ganz kurz halten. Ne? AfD. So. Die haben ja jetzt diesen Putin-Freund da. Ne? Der hat mal irgendwie Interviews wohl gegeben auf einer Russland nicht ganz abgeneigten Plattform. So. Und jetzt ist das ein großes Problem, ein Riesenproblem. Ja? Weil der ist ja auch auf Listenplatz 2 der Europawahl. Der Bystron. Peter Bystron. Aus der Tschechischen Republik stammend. Elterlicherseits. Ja. So, und was läuft jetzt? Jetzt läuft,
in der AfD so eine Art, ja, wir müssen mal abwarten und mal gucken und wir wissen noch nicht so ganz, sollen wir dem jetzt noch Wahlkampfauftritte genehmigen oder nicht oder doch vielleicht oder... Ich sage euch mal was. Ich werde diese AfD nicht wählen. Nicht wählen. Nicht. Ja? Ich war auf dem Trip dahin. Aber ich werde sie nicht wählen. Warum? Weil sie genau den gleichen Spuren folgt, den die anderen Parteien in diesem Land auch folgen. Sie machen genau die gleiche Spur. Sie folgen der gleichen Spur. Sie arbeiten genauso wie die anderen, nur sie geben sich den Anschein, anders zu sein. Sie sind aber nicht anders. Ja? Ich will euch auch sagen, was ich wählen würde, wenn es denn ginge. Ja? Ich würde wählen eine libertäre Partei. Libertäre Partei. Zum Beispiel mit den Gedanken, die auf den Gedanken gründen würde oder fußen würde, die Dr. Markus Krall vertritt. Das ist mein, das ist das einzige Konzept, was mir hier, hierzulande noch plausibel erscheint. Alles andere ist eine Soße, nur in Blau, in Grün, in Gelb, in Rot, in Schwarz. Ja? Macht euch keine großen Hoffnungen, dass die Blauen irgendwas ändern würden, was zu unseren Gunsten wäre. Glaube ich nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube es nicht. Und by the way, die müssten ja erstmal über 50% kommen. Wenn die unter 50% bleiben, und das werden sie, ja, dann wird sich überhaupt nichts ändern. Gar nichts. Absolut überhaupt nichts. Im Gegenteil, da wird es eher noch schlimmer. Dann kommen damit die Schwarzen ans Ruder und die werden uns in den Krieg führen. Da bin ich fest von überzeugt. Angesichts der Äußerungen der Propagandisten da. Ja? Dann wird Taurus geliefert. Dann wird's dunkel hier. Meine Meinung. Meine, hier, persönliche. So. Mehr wollte ich gar nicht sagen. So, oh, gucken wir nochmal raus. Dann ist der Kalle. Mal zoomen wir ran. Meine schöne alte Kamera, die macht ja wieder mit. Hallo Kallemann! Hörst mich nicht, aber siehst mich schon, ne? Jo, ich wünsche euch was. Schöne neue Woche. Tschüss.